Oh Gott, oh Gott. Ich habe irgendwo einen Oger, Mann. Oh, das wird wieder so ultra dunkel für die Zuschauer. Es tut mir leid. Ich beeile mich auch. Tut's dir gar nicht. Doch, ich mag meine Zuschauer. Meine Zuschauer! Okay, jetzt aufpassen, ich pfeife mir jetzt hier meinen Ultratrank rein. Baff, baff, baff. Ah, ja, perfekt. Zack, 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 zack. Ganz schnell, nur für euch. Magic. Ich bin echt ein bisschen hibbelig heute. Ja, ich weiß. Ich hab Kaffee getrunken. Kaffee, 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 Kaffee. Ding, 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 ding. Also dieser Trank, den ich hier gesüffelt hab, mein Säftchen da. Das verzaubert mir Haste. Oh ne, jetzt schon wieder weg. 16 habe ich da. Komm schon. Okay, die Chance liegt bei 30%, dass man es kriegt. Ich habe jetzt gerade kaum wie viel mehr reingepfiffen. Hallo? Okay, irgendwie kann man es nicht so schnell hintereinander kriegen. Ist ja gay. Gay 7? So, das reicht vorerst. Boah, das war mal unser Prof. Gay 7! Ich glaube, das haben wir auch schon mal erzählt, oder? Haben wir schon mal erzählt, ich weiß es gar nicht. Aber wir hatten so einen lustigen Professor, der war ein bisschen älter. Scheiß alt. Und immer wenn er seinen Finger nach oben gestreckt hat, um in irgendeine Passung oder so anzusagen an der Tafel, wurde seine Stimme immer ganz hoch und das klang immer ganz lustig. Und er hat nicht G7 gesagt, sondern mal Gay 7. Gay 7, weil er sich so gestreckt hat und es ging ja irgendwie nicht anders. Und dann Gay 7. Ja. Das war richtig witzig eigentlich immer. Was ist los? Er war schon lustig. Hab ihn schon gemocht. So, wie sehen die denn jetzt aus? Achso, ja, doch, 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 ich mach die ja so. Eine Woche Gebenchos. Ah nein, ich muss die ja zersägen. Ich darf ja nicht so Dinge draus machen. Ah, dann warten wir. Ich geh ja schon wieder die Sonne unter. Das geht viel zu schnell. Eindeutig. Erfroze, Kuss. Oi. Schlafen. Ja. Ich laufe ins Bett. Da sind drei Kerle an meinem Bett. Geht weg. Ich lieg. Ich liege auch. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Geh jetzt aus. Brot. Nee. Oh. Der verkauft ja hier Seeds und so. Saplings und Blumen. Gibt's hier einen, der Inksex verkauft? Komm schon. Na, der Farbhändler verkauft die, gell? Warte. Ich hab keinen. Hast du einen? Ich habe einen wahrscheinlich, ja. Schau mal. Was wird dir jetzt das sein, du Penner? Die wechseln doch eh mal durch. Ich habe eine neue jetzt bekommen. Scheiße. Wo ist meine Ho? Guck schon mal im Markt. Oh, da hab ich einen Wikinger. Kann irgendwie mit allen nicht reden. Alle hassen dich. Die wollen gerade alle nicht verkaufen. Sorry, Adam. Sorry. Ja, das wäre gut, weil wenn da mal. Aber ja, jetzt haben wir ja schon fest an. Also der hat's ganz sicher, das stimmt schon. Der hat's ganz sicher. Mein Charakter hat gerade einfach so gerülpst. Das war ich nicht, das war in-game. Adam.
Jetzt. Ah. Da ist schon wieder. Steve. Schäm dich. Ach, das lassen wir da drin. Das da rein. Dann holen wir nochmal eine Portion Eier ab. Jo. Oh. Da ist Dreck. Hoppala. So. Dann, da ist ein Pikmin aus meinem Netherportal rausgekommen. Komm her, Junge. Das ist nicht deine Welt hier, Motherfucker. Au, 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 au. Geh weg. Ah, Gold Nuggets. Es ist nicht vergammelt, es ist nur ein bisschen älter. Ah, verdammt. Jetzt bin ich schlecht. Jetzt bin ich vergiftet. Du bist aber heute nicht so gesprächig. Ja, nee. Geht mit mir, geht mit mir. Ich mach grad voll langweilige Sachen. Ich nehme meine Kisten und steck sie in andere Kisten. Also den Inhalt. Den Inhalt stecke ich in andere Kisten. So, ich sortiere um. Marco ja. Hat stecken gesagt. Lustig. Okay. Ja, nee, ich baue mir jetzt ganz viele Kisten. Und wie? Wir sind schon voll gut darin geworden, so mal das Thema zu wechseln, gell? Automatisch. Warum? Nein, ach egal. Wir wechseln das Thema? Du bist dumm! Halt die Klappe! So, ich glaube, das reicht jetzt mal hier vorerst. Ich hasse es, wenn es ungerade ist. Ich auch. Total. Brutal, Junge, ne? Total hasse ich das, total. Nein, brutal. Machen wir Holzplanks und da machen wir Holzplanks und jetzt machen wir uns 64 Kisten. Ist das? Zu blöd bin, so einen Baum hier hochzuspringen. Yeah, 64 Kisten. Marco baut sein berühmtes Sortiersystem. Ganz viele Kisten einfach alles reinwerfen. Nein. Das stimmt nicht. Das hat Ordnung. Systematik ist dahinter, gell? Ja. Das kann ich hier oben auch zersägen, ne? Ja. Fein, machst du das, Stevie? Fein. Ah ja, das ist geil. Eine geile Idee, eine geile Idee. Und ich rede heute viel, so richtig behindert viel. Da. Da habe ich jetzt meine. Könnte ich die da hinbauen? Könnte ich die da hinbauen? Könnte ich? Oh Gott, bin ich ein Depp. Ja. Ich weiß. Es geht ja gar nicht. Oh, dummer Depp, bist du? So. Ah, nein. Falsch. Warum sagst du mir nichts, Marco? Sorry, hab's auf Plan. Weiß nicht, um was es geht. Kein Verlass auf dich, wie mache ich das hier? Brauche ich eine Axt? Wo habe ich nochmal meine Axt hingesteckt? Es ist jetzt mal hier ein Versuch, ne? Nicht, dass ihr mich zusammenscheißt, dass das scheiße aussieht. Aber. Das ist Geschmackssache, Adam. Geschmackssache. Ja, aber die sind immer ganz gemein zu mir. Ja, macht nichts. Mach dir nichts draus. Alter, ich doof. Mag dich. Ach, was hab ich davon? Nichts. Nichts, Adam. Oh, die Wisp hat mich angegriffen. Komm her, du. Endlich. Soll dich töten. Wie sie vor mir wegläuft. Komm her jetzt, ich mach dich fertig. Hep. Er muss echt mal besuchen kommen hier. Das ist so ein weiter Weg. Würde ich auch sagen, dass du mich mal besuchen kommst. Hat gerade gekribbelt. Oh Gott. Hat gerade gekribbelt.
unter meiner Nase. What the fuck? Ah, ja. Diese scheiße Wispen machen mich voll fertig. Ich komm gar nicht an und ran an die. Voll aggro. Provokatieren dich? Ah. Die will mich voll fertig machen, habe ich gesehen. Ihr habt vergessen, uns hier lustige Jokes in Comments zu sagen. Haben wir das hier in dem Let's Play gefragt? Keine Ahnung. So. Jokes, die wir dann hier erzählen. Eigentlich ganz witzig. Die Witzestunde mit PG5. Ich wusste früher kannte ich eins die guten Jokes. Die alle wieder vergessen. Merken wir ich da richtig scheiße in den Dingern. Ich kann die immer nur einen Tag lang. Ich glaube, das Dach wird aber geil aussehen, so. Es hat schon was. Es hat schon ein gewisses Extra. Weil ich habe ja hier diesen hellen Cobblestone benutzt, wo ich mir dachte, es ist irgendwie ein bisschen scheiße. Weil ich eigentlich einen ganz gefährlichen Magierturm bauen wollte, oder eine Magierburg. Und irgendwie so hell ist irgendwie nicht so magisch jetzt. Deswegen ist, glaube ich, so ein schwarzes Dach ganz gut, weil das macht so ein Evil-Knievel-Ding hier rein. Die haben hier irgendwie... Marco hört gar nicht zu. Was? Nein, gerade voll verplant, weil ich laufe hier gerade so rum in meiner Stadt. Auf einmal ist da so ein Orangenbaum, den ich nicht gepflanzt habe. Dann ist so ein Birnenbaum. Aber gut. Also deswegen... Oh, fuck. Deswegen sah es so komisch aus, eine Mal. Eine Mal heute. Komische Schweine. Hey, was ist denn das für ein Set? So, stimmt, wir könnten doch mal eine Folge machen, wo ich mit dem Admin rüberfliege und einfach mal so die Städte zeige von euch. Das könnte man auch machen. Schaue ich euch mal über die Schulter. Und bewerfe euch mit Dirt. Hä? Was ist denn das? Da ist ja auch noch so ein Baum. Irgendjemand pflanzt hier Bäume. Ich weiß nur noch nicht wer. Okay, es war eine Idee, sie sieht scheiße aus. Aber? Obwohl, wir könnten das hier reinmachen. Das wird gleich gut aussehen. Ich hab hier... Ich glaube, meine Produktion in Tomcraft war nicht so gut. Ich habe hier bestimmt so 6 oder 7 Wisps. Hä? Wie mache ich die? Marco, man kann Sachen so ganz, ganz klein zersägen und so ein Scheiß. Wie? Ganz, ganz klein zersägen. Magic Slab, glaube ich, oder? Ist das? Nee, an sich halt alle Sachen kann man so ganz dünne Scheibchen zersägen, aber es geht irgendwie nicht. Adam. Snap? Da verrückst du den Falschen. Nee, ich weiß es nicht. Ach, da geht's. Nee, hab schon. I don't know. Schauen wir mal so. Adam? So. Das ist Nacht, glaube ich. Was? Wird Nacht. Na. Hast du schon richtig gehört? Lauf, Adam! Lauf! Die Oger kommen. Und die Burg steht noch nicht. Wir können uns nicht verteidigen. Das Dumme ist, dass sie einfach durch die Burg durchlaufen. Die Oger. Ich glaube, ich werde echt so ein Fackelradius 2000 Meter um mein Haus herum bauen. Ich liege im Bett. Und dann kann mich Real Life strecken. Oh, wir machen hier eine Pause.